Auf dem Ascari Race Resort haben wir Hans-Joachim Stuck, die Rennfahrerlegende, getroffen. Und jetzt exklusiv für Auto 360 der Striezel Stuck mit der Historie der Golf GTI Modelle von 1976 bis heute. Los geht's mit dem Golf GTI 1976. GTI, diese Buchstaben haben wirklich eine tolle Bedeutung. GT in Injektion für Einspritzung. Und obwohl man sich überlegen muss, eigentlich sollte es das Auto gar nicht geben. Der ist aus der Not heraus geboren worden. Man brauchte für die EA in Frankfurt irgendein spektakuläres Auto. Was hier rausgekommen ist, fing schon an mit diesen tollen Sitzen, mit diesen roten Nähten und so weiter. Und wie gesagt, eben 76, 1,6 Liter, gerade 115 PS, wenig Gewicht. Und mit dem Auto war es in der Zeit einfach super angezogen. Dann haben wir hier aus 91 einen 2er Golf GTI. Schön hier sieht man GTI gleich geblieben. Vorne jetzt hier mit Doppelscheinwerfergrill, 129 PS, 1,8 Liter. Wichtig war natürlich auch, dass man dieses GTI-typische, also die roten Kühlergrille hier, die Schriftzeichen, auch in den Sitzelenkrad beibehalten hat. Und zu dem Zeitpunkt warst du mit dem Ding gut unterwegs. 20 Jahre später, Edition 3. Witzigerweise 14 PS weniger. Ich weiß nicht, warum das plötzlich weniger Leistung hatte, aber trotzdem, ein GTI ist es geblieben. Tolle Polster, ein bisschen anders geworden. Das ist GTI auch schriftlich mit eingebaut. Ein bisschen anderes Lenkrad auch, also dem Zeitgeist angepasst. Das Auto ist ein bisschen breiter geworden, ein bisschen länger geworden. Der Edition 20. Ja, beim 4er Golf, da geht es schon richtig los jetzt, gell? 180 PS, 18 Zoll Räder, schöne große Bremsscheiben. Und das hat zu dem Zeitpunkt schon beim Fahren richtig mega Spaß gemacht. Edition 5, 30 Jahre, 230 PS, jetzt geht es schon richtig los. Wenn man auch innen mal reinschaut, jetzt fängt so ein bisschen das Zeitalter Elektronik an. Elektronischer Tacho, viel mehr Anzeigen, viel mehr Systeme im Auto. Jetzt kommen wir in die absolute Neuzeit. Und der 6er, 35 Jahre und jetzt wäre es toll. Jetzt haben wir hier schon Pedal Shift, wie in der Formel 1. Kann man ja am Lenkrad schon die Gänge hochschalten. Wieder ein neues Modell. Der hier speziell in einer ganz super tollen Lackierung. Auch 18 Zoll Räder, typisch die roten Bremszettel. Ein richtiger geiler GTI. Und das Beste zum Schluss, der 7er. Hier ist alles drin, was es gibt. 240 PS, einfach ein tolles Auto. Und wisst ihr was? Den nehme ich jetzt mit. Servus!